Guten Morgen, meine Freunde, ich bin euer Pumping-Chef. Die Woche 3 bis 6 sind jetzt geschafft. Ich muss sagen, das war eine anstrengende Woche. Haare hier machen rum. Ich zeige euch jetzt mal kurz mein morgendliches Programm, was ich jetzt jeden Morgen vor der Arbeit oder vor Schule oder was auch immer ich machen muss, absolviere. Ja, wie man sieht, ne? Es wird ein bisschen schmaler bei mir alles. Ja, die erste und die dritte Woche waren eigentlich nur erstmal Training, reinkommen, mit den Gewichten umgehen können, die Übungen verstehen, die Übungen richtig ausführen. Und dann die Woche 3 bis 6, das war schon ein sehr intensives Hardcore-Training. Also da habe ich wirklich dann die ganzen Geräte, die ich die erste und dritte Woche gemacht habe, alles verdoppelt. Ich habe meine Übungen dreimal wiederholt und die letzte Übung habe ich immer mit so viel Gewicht wie möglich gemacht, also sozusagen die Masseaufbauphase. Und dann sind wir jetzt in den letzten 3 Wochen, also die Woche 6 bis 9. Und da wird dann halt nochmal definiert. Also da wird alles nochmal runtergeschraubt, da wird das Gewicht minimiert und dann wird so oft wie möglich wiederholt. Also sagen wir mal, Bizeps, ja, ganz normale Curls, 20 Mal auf jeder Seite machen, so wenig Gewicht wie möglich. Das ist so das Ziel, den Muskel sozusagen zu definieren. Ja, morgens, wenn man aufwacht, man ist ja immer so trantütig, müde und sowas. Ich habe da jetzt so ein paar nette Übungen, die zeige ich euch mal kurz. Die habe ich von Sophia Thiel und ein paar anderen YouTubern abgeguckt, also ne, nicht wundern. So. Ich zeige euch die erste Übung, das ist ganz einfach. Man geht nach vorne, dann so und nebenbei macht man das mit den Armen auch. Also sprich, 1, wieder zurück. 2. Sieht ein bisschen komisch aus. Ist irgendwie so eine Art wie Torwarttraining. Das wiederhole ich 20 Mal und dann kommt das Blut schön in Ballung. Ja? Ich habe 3 Übungen. Das sind insgesamt 3 Übungen, die ich jeden Morgen mache. Also erst einmal das mit diesem Torwart und jetzt kommt eine meiner Lieblingsübungen für den Pau. Schön immer im Wechsel und das hat Beine nicht ablegen, Oberkörper, alles angespannt lassen und das wiederum bei 20 Mal. Kennt jemand die 22 Challenge? Da bin ich letztens drauf gestoßen. Das heißt 22 Tage lang jeden Morgen nochmal 22 Liegestützen. Also das ist die dritte Übung bei mir, jeden Morgen machen wir 20 Liegestütze. Ganz normal, zeige ich euch. Muss man ja nichts erklären, ja? Ja, dann kommt man schön in Fahrt am Morgen. Das Blut strömt durch die Adern. Jetzt schön noch duschen, was frühstücken unterwegs. Und dann kann der Arbeitstag auch beginnen, beziehungsweise der Schultag oder was auch immer. Ich bin euer Pumping-Chef. Ich halte euch auf dem Laufenden. Ich versuche abzunehmen. Ich versuche Muskelmasse zuzunehmen. Wir sehen uns.